Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge 7 Days to Die hier auf Dadabert TV. Es ist mitten in der Nacht, wir sind zu Hause, wir haben ja beim letzten Mal versucht noch die Händlerquest abzugeben, hat nicht funktioniert und sind rausgeflogen. Dementsprechend bin ich jetzt nach Hause gefahren und habe die Werkzeuge, die wir ja verloren haben in der letzten Horde, schon mal nachgebaut, die Spitzhacke und die Axt. Ich habe mir einen Zweier Hammer noch gebastelt. Und dann werden wir gleich gucken. Hier sind die Materialien für die Schaufel. Sollten wir bei dem Händler die Schaufel nicht wieder kriegen, die wir letztes Mal angeboten bekommen haben, dann baue ich noch eine. Ansonsten ist die über. Ja, dann habe ich den Zementmischer fertig gebaut. Den werden wir jetzt auch mal erstmal hier hinstellen und schon mal in Gang setzen. Soweit ich weiß, müssten wir Betonmischung... Ach, siehste, ich muss ja erstmal was einschmelzen dafür, ne, damit das funktioniert. Guck mal, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ist nicht schlimm. Dann nehmen wir jetzt hier erstmal ein bisschen Sand weg. Machen wir so ein paar Steine, würde ich ganz gerne noch aufheben für mich. Dann kommt hier ein Haufen hin und da ein Haufen hin. Und dann machen wir da eine ordentliche Portion Holz rein. Und dann lassen wir den hier mal ein bisschen Zement herstellen. Das war nochmal die Frage, wie kriege ich das hin? Ich muss dann hier einfach drauf gehen, ne? Gut, dann lassen wir das jetzt erstmal laufen. Die anderen Sachen habe ich soweit schon. Dann würde ich jetzt noch ein bisschen abwarten, bis wir die ersten Zementladungen in Gang kriegen. Beziehungsweise vielleicht habe ich hier ja schon was drin. Zwischendurch mal geschaufelt. Hier haben wir schon ein bisschen was. Guck mal an. So, und dann gucken wir mal, wie viel Betonmischung wir daraus herstellen können. Da brauchen wir auch Steine und Sand für. Also jede Menge. Los geht's erstmal. Den Rest würde ich dann erstmal hier einlagern, so lang. Den brauchen wir nämlich jetzt gerade nicht. Und dann können wir hier einmal die Pilze noch rausholen. Haben wir da ein paar Samen wieder gekriegt. Nee, leider nicht. Egal, dann packen wir die jetzt erstmal hier rein. Die werden wir auch noch brauchen. Und ja, was ich sonst noch gemacht habe, ich habe jetzt hier noch einen Haufen Wasser in Auftrag und ein bisschen Kaffee. Und dann haben wir hier noch ein bisschen was zu essen in Auftrag. Wie viel Kaffee habe ich jetzt noch? Nur einen einzigen. Das ist natürlich nicht so viel. Wir müssen gleich ein bisschen sammeln gehen, also Steine im primären Sinne. Da wäre es ganz gut, wenn wir ein bisschen was dabei hätten, was uns da aufpumpt. Haben wir jetzt natürlich nicht. Dann tausche ich das hier einmal aus, dass er jetzt mit dem Kaffee erstmal weitermacht und den roten Tee dann hinterher. So, das sollte auch funktionieren. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt erstmal einen kleinen Schnitt. So, 7 Uhr und wir sind beim Händler. Alles klar, Dr. Jen, machen wir so. Und wir kriegen tatsächlich die gleichen Angebote wie letztes Mal. Und da ist jetzt die große Frage, nehme ich den hier, der bringt mir 1,9% mehr Rüstung oder Punkte mehr Rüstung und mehr maximale Haltbarkeit oder gehe ich tatsächlich auf die 4er Stahlschaufel? Müssen wir noch großartig irgendwas schaufeln? Nee, komm, wir nehmen den Stahlbrustpanzer. Fühle ich mich, glaube ich, glücklicher mit. Einmal alles verkaufen. So, da haben wir einmal Restock. Ich hole mir hier natürlich wieder die medizinischen Journale rein. Die brauchen wir nicht. Die Gewehre hole ich mir rein. Die Arbeitsbücher bzw. Arbeitsstationen holen wir, das brauchen wir nicht. Scrapping for Fun nehmen wir noch mit dazu. Handgun brauchen wir auch nicht. So, gucken wir mal eben, was du an Waffen hast. Pumpgun habe ich ja jetzt schon gekauft. Hier hätten wir nochmal ein taktisches Sturmgewehr. 15k. Hm. Auch nicht so uninteressant. Was hast du an Mods? Nichts weiter. Ein Solarpanel. Ist das das, was wir aufstellen können, um Strom zu erzeugen? Okay, da müsste ich aber dann auch die Solarmodule für haben. Die habe ich natürlich noch nicht. Das Panel an sich ist ja ziemlich günstig. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Gucken wir noch mal eben das taktische Sturmgewehr. Dann schauen wir mal eben, wie oder beziehungsweise wann wir das denn kriegen würden. Ist das hier unter Gewehre? Ups, das war es nicht. Nochmal zurück. Oder bist du eher unter Maschinengewehren? Ach, das ist ein Maschinengewehr. Okay. Nee, dann ist das im Moment für mich uninteressant. Dann lasst uns mal nach einer Aufgabe gucken. Befallene beseitigen. 350 Meter oder 311 Meter. Los, machen wir 311 Meter. Dann lass uns die Bücher noch eben lernen. Dreimal Gewehr. Dreimal Arbeitsstation. Und dieses hier noch. Wo ist die Mission? Hier mittendrin. Bei dem Polizeiauto, was ich markiert habe. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns da gleich wieder. So, da sind wir angekommen. Bin gespannt. Ich glaube, das POI hier kenne ich auch noch nicht. KLZ Radio ist ein Dreier, aber wir haben es halt als infiziert. Dementsprechend haben wir hier mehr Zombies drin. Wo verstecken sie sich denn, die mehr Zombies? Bisschen Schmutzwasser.
Hallo? Wen haben wir da geweckt? Ein Feral. Zwei Fahrzeugbücher. Sind das die beiden, die wir noch brauchten? Wir haben das Taschenmotorrad. Okay, das wird auf jeden Fall in dieser Folge noch gebaut. Spätestens Anfang der nächsten, je nachdem, wie lange wir hier jetzt noch arbeiten müssen. Aber das werden wir bauen, sobald wir hier durch sind. Oh, einfach reingestiefelt. Ach, da draußen ist er. Noch ein Feral. Das ist eine normale Dame. Haben wir hier schon... Ah, ihr braucht da noch ein bisschen. Ja gut, dann macht das mal in Ruhe auf. In der Zeit kann ich ja hier schon mal ein bisschen was looten. Was haben wir hier? Den auf engen Raum drauf losballern. Vollautomatischer Bonus verursacht 1% mehr Schaden, bis du verfehlst. Okay, das ist cool. Wenn ich denn vollautomatische Waffen benutzen würde. Und noch ein Fahrzeugbuch. Erst suchen wir so und jetzt kriegen wir so. Finde ich schön. Ja, ihr braucht da noch eine Weile, ne? Ja, ich lasse euch mal machen. Noch ein Kochbuch, das nehmen wir natürlich auch mit. Drei Stück, da geht's nicht weiter. Was machen denn die Biker hier im Büro? So, die haben wir alle. Ich gucke gerade nochmal meine Waffen nach. Guck mal, die ist nämlich auch nicht nachgeladen. Doch, die Tür kann ich zumachen. Zumindest so eine Art Vorwarnung. Ist kein Safe, ist ein Lautsprecher. Da haben wir noch ein bisschen Mais und eine Kartoffel. Sehr schön. Was kriegt man eigentlich aus den... Ach, guck mal, den Schraubenschlüssel wollte ich eigentlich noch gebaut haben. Den habe ich vergessen zu bauen. Ja gut, dann kann ich jetzt nicht nachgucken, was wir da rauskriegen. Okay, hier ist nicht so viel los. Adios. Das sind einige. Okay, so viel zur Tür. Ah, der braucht noch einen. Hammer. Ah, ich glaube, sie sind jetzt durch unten. Werden die ja gleich hier oben auftauchen. Ist hier noch Glas oder so? Oder muss ich mich dafür einfach bücken? Ich komme nicht durch. Ah, jetzt. Hallihallo. Und tschüss. Überall nur Wasser drin. Also dafür, dass sie das Wasser so minimieren wollten, finde ich, hat man hier doch noch ganz schön viel davon. Also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Und eigentlich aufhören, das Zeug mitzunehmen. So, hier soll es wohl weitergehen. Die Tür ist zu. Da ist abgerissen. Ach, da unten ist mein Fahrrad, alles klar. Hallöchen. Vögelchen? Ein Vögelchen. Oh. Spinnenzombie. Die halten gut was aus, die Jungs. Was haben wir hier? Ein paar Rohre. Schiebetür, cool. Mach dir keine Mühe. Bleib einfach liegen. Oh. Bisschen was zu essen. Bisschen was zum Schießen. Sehr schön. Noch ein bisschen Wasser. So, was haben wir denn hier? Augenschmaus. Erhöht die Beutequalität. Würde ich kaufen. Schleichangriffe habe ich nicht so viel mit zu tun. Oh, die nehme ich wohl. Die Rohstoffmenge, wenn wir dann farmen gehen, das finde ich gut. Verbessert die Preise beim Verhandeln, nehmen wir auch mit. Was kostet die Welt?
Und dafür kriegen wir als Belohnung hier nur einen Haufen Mist. Da können wir nicht rein. Da auch nicht. Ah, hier ist die kaputte Treppe von vorhin. Den können wir nicht benutzen. Und hier geht es wieder nach draußen. Müssen wir da jetzt rüber? Ah ne, hier geht's weiter. Was haben wir hier? Eine Jacke mit einem 100er Verkaufspreis. Auch wieder nur Wasser drin. Herrlich. Okay, ist über uns ordentlich was los. Hallöchen. Kein Vögelchen. Oh. Was sehen meine Äuglein denn da? Okay, hier geht's weiter runter. Dann lasst uns mal hier erstmal noch weiter gucken. Aha. Na gut. Bisschen Stoff, besser als nichts. Ah, und das ist der Balkon, wo wir vorhin waren. Und dann hier rauf? Ja, kann man, aber hilft uns nicht. Was haben wir da unten noch? Okay, nee, das ignoriere ich jetzt einfach mal. Nee, ist ja auch kein Weg, wie man wieder hochkommt. So, dann gehen wir erstmal runter. Gucken mal, was da so los ist. Nicht so viel. Ein neues Arbeitsstationenbuch. Nehmen wir, was fehlt uns da eigentlich noch? Nur noch die Chemiestation, ne? Muss ich darüber? Mal hier weiter. Boah. Hast du mich erschreckt? Hau ab. Aber auch nichts zu machen. Oh, schön, Elektrowerkzeug. Das habe ich noch gar nicht gehabt bis jetzt. Geschmiedetes Eisen nehmen wir. Boah. Radioaktive Jungs. Immer drauf. Einer alleine ist machbar. Ach so, was mir gerade einfällt. Ich wollte den Schwierigkeitsgrad eigentlich hochgedreht haben. Das habe ich natürlich total vergessen. Habe ich Schmerzmittel? Komm, dann nehmen wir lieber ein Schmerzmittel. Perfekt. So, weiter geht's. Die hatte ich schon. Hallo, guten Morgen. Hab schon wieder die Danebenhauen-Krankheit heute. Da geht's irgendwie in den Keller. Okay. Ah, wir gehen mal hier runter. Mal gucken, wo die Reise dahin geht. Ist das da der Endloot schon? Cool. Haben wir es ja schon fast geschafft. Ein paar Blöcke nehmen wir mal mit. Das hier schaufel ich gerade noch weg. Wenn ich es dann gerade schon sehe. Hier oben haben wir bestimmt auch noch was zu holen. Werkzeugkiste. Oha, wir sind schon wieder voll. Und ein bisschen Müll. Hier könnte ich wahrscheinlich irgendwas aufmachen. Warte ich erstmal noch mit. Ich glaube, es ist Zeit für die Pumpgun. Zweimal daneben. Der steht noch mal auf. So, das wär's dann. Zurück zum Händler. Wir haben die Mission fertig. Was brauchen wir? Einen Honig brauchen wir auf jeden Fall. Und für die Schürfwunde reicht ein Erste-Hilfe-Verband. Benutzen wir das auch. Sehr schön. Also da draußen ist ordentlich Remi-Demi. Kaffee kann ich liegen lassen. Das nehmen wir alles. Kann ich alles zerlegen. Das kann ich schon mal lernen.
Was ist das für ein Mod? Für einen Bogen. Hä? Ey, die sind ja gefühlt hier an allen Seiten am rumkämpfen. So, dann machen wir hier mal schnell auf. Ali hopp. Ach, guck mal. Ich habe zwar keine Wrench gebaut, aber da ist eine Sechser. Die nehme ich mir natürlich direkt und repariere sie auch. 380, 67 für dieses Zeug. So, mal sehen, was haben die Working Stiff Tools für uns? Noch ein Büchlein, noch was zum Verkaufen. So, noch sieht's gut aus. Zementmischung will ich auf jeden Fall haben. Weißt du, was wir machen? Wir machen jetzt so. Bisschen spät, hätte ich schon früher machen können. Dann hätte ich wahrscheinlich jetzt noch coolere Sachen rausbekommen. Aber es ist auf jeden Fall vor der Kiste hier passiert. Das ist ja schon mal ein Anfang. So, dich können wir zerlegen, dich können wir zerlegen. Okay, jetzt muss ich mich wirklich entscheiden. Ja, komm, schmeiß mal die weg. Die kriege ich ja noch nachgelootet, wenn ich sie brauche. Genau wie das. Das braucht auch kein Mensch. So, dann machen wir einmal auf. Lassen mal den klopfenden Burschen rein. Dann machen wir hier auch nochmal auf. Gucken mal, was wir hier finden. Interessant. Sand hatte ich weggeworfen. Nichts zu holen. Und in die Richtung. Ach, da wollte sich einer den Weg reinbahnen. Okay, also hier ist nichts zu holen. Dann müssen wir den hier jetzt noch aufmachen. Mal gucken, ob das klappt mit den Dietrichen, sonst muss ich ihn gleich aufprügeln. Jetzt sind sie alle weg. Okay, dann muss ich das Ding doch aufkloppen. Hilft ja alle nicht. So, was haben wir? Einmal Erntewerkzeuge, einmal Speere. Kann an Knüppeln angebracht werden. Die benutze ich nicht, würde ich aber vielleicht verkaufen wollen. Was haben wir hier? Ja gut, das ist jetzt alles nicht der Hit, ne? Mal kurz Waffen nachgucken, ob ich da irgendwas nachladen kann. Hilft auch nicht wirklich. Kann ich die zerlegen? Ja, los, komm. Kann zerlegen was. Besser als nix. You again. I'm starting to think you like Dr. Jen. Tja, wer soll denn sonst hier sein? Kein anderer da. So, dann gucken wir mal. Was hast du denn für uns im Angebot? Eine Stahlaxt Stufe 5 oder ein Stahlhelm? Ich nehme tatsächlich die Stahlaxt. Dann einige Jetons. Was hast du für uns? Da wir das Mini-Motorrad bauen können, hätte ich eigentlich gerne eine Nachtquest angenommen. Hast aber keine für mich. Dann machen wir einfach die Geschichte hier. Restaurant Select, das ist direkt neben zu Hause, das ist sehr gut. Kümmern wir uns nachher drum. Dann verkaufen wir hier noch ein bisschen was. So, Autos geknackt, zu Hause angekommen. Hab schon alles soweit vorbereitet, leere gerade noch die Tausammler aus. Und dann sollte hier jetzt gleich unser Mini-Motorrad fertig sein. Muss an der Werkbank gebaut werden. Ich habe nochmal 20 Dietriche hinterhergeschoben, dass wir da dann auch ein bisschen besser knacken können immer. Werden wir nicht ewig brauchen, die Dinger. Irgendwann ist die Spitzhacke gut genug, um das einfach wettzumachen. So, wir haben ein Mini-Motorrad. Jetzt nur die Frage, da ist es. Dann brauchen wir noch Sprit. Den haben wir hier. Sollte auch erstmal reichen. Dann gehen wir einmal eben runter und tauschen unser Fahrrad gegen das Mini-Motorrad aus. Fahrrad verkaufe ich erstmal noch nicht. Das würde ich gerne nochmal behalten. Für den Fall, dass ich mal weiter weg vom Recht auf Ableben Gebrauch mache. Dass ich da die Möglichkeit habe, nochmal etwas schneller zum Ziel zu kommen. Wobei das eigentlich auch nicht mehr nötig ist, weil ich kann ja jetzt am Rucksack einfach spawnen, ne? Bist du jetzt schon vollgetankt? Tatsächlich. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt gemeinsam einmal runter zum Airdrop. Die Fahrt machen wir gemeinsam. Nochmal so zum Abschluss der heutigen Folge. Das Licht ist ziemlich mager. So, und die nächste Mission, die machen wir dann in der Nacht, und zwar in der nächsten Folge. So, dann lasst uns mal einmal gucken, was wir hier kriegen. 300 Meter ist ja mit dem Minibike nicht so weit. Einmal hier durchschmuggeln. Konnte man auch irgendwie... Ah ja, genau. Und ich habe mich festgefahren. Immer das Gleiche mit mir. Wo ist die Straße? Oh Gott.
Ehrlich. Jau. Komm her. Du Drecksack. Das hat wehgetan. Da kommt schon der nächste. Ach so, das ist nur das Bluten. Das ist nicht schlimm. So. Dann fahren wir weiter. Ah, dadurch, dass ich jetzt linke Maustaste gedrückt habe, war die Mauslenkung deaktiviert. Jetzt komme ich hier nicht rauf. Ah, diese Bordsteine machen mich echt fertig. Bleibe ich immer wieder dran hängen. Ja, sieht doch gut aus. Da habe ich die Maustaste zu früh losgelassen. Dass der da nicht rüberkommt mit seinem Motorrad. So, jetzt haben wir es aber. Park jetzt einfach hier vorne. Auf dem Schild hängen geblieben, das gute Stück. Ein tanzender Airdrop. So, was haben wir? Messer, Kaffee, Brot, geschmiedetes Eisen. Nehme ich alles sehr gerne. Wo ist der Zombie? Da hinten. Machen wir nochmal die Kiste auf. Mal gucken, was sich da verbirgt. Medizinische Handwerksfertigkeiten, Handfeuerwaffen und Sprengstoffe. Ist das besser als mein Messerchen, was ich hier habe? Mein Knochenmesser, 12,1. Ja, ist es. Okay, dann können wir dich zerlegen und dich reparieren. Ach, guck mal, da haben wir ja das ganze Werkzeug. Inzwischen wird schon wieder zurück, was wir verloren haben. Das passt. Gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich werde jetzt nochmal nach Hause fahren, alles ausladen. Noch ein bisschen Zeit vielleicht nutzen, um ein bisschen Stein zu organisieren, weil wir müssen ja auch bald mal mit der Horde-Base anfangen, mit der neuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei der nächsten Säubern-Mission. Hier oben ist ja auch quasi direkt zu Hause wieder und schauen uns das Gebäude mal gemeinsam an. Ist auch wieder ein POI, den ich noch nicht kenne. Also vielen lieben Dank für die Abos, die Likes und die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.